Okay. Mal gucken, wo wir jetzt landen. Südliche Stadttor. Huch, wie sind wir denn so schnell hierher gekommen? Wir müssen mit Feldwebel Nock sprechen. Was haben wir hier denn? Warum stehen hier so viele? Alter. Gibt's hier was umsonst? Naja, okay. Jetzt befinden wir uns in der ganz normalen Stadt, würde ich sagen. Wir kommen auf den Marktplatz der siebten Sonne. Oder der sieben Sonnen. Der Basar ist auch auf ihrer Karte eingezeichnet. Und die Karte kann man mit M öffnen. Da schauen wir doch vielleicht mal drauf. Uiuiui. Hier ist aber viel. So, wir müssen jetzt einmal da oben hin. Und man sieht schon, hier ist ein wildes Treiben. Also da spielen schon einige Leute. Und was haben wir denn hier alles? Also das sieht sehr eindrucksvoll aus. Boah, ein Riesenteil. Meine Fresse, ich bin gerade ein bisschen geflasht. Und jetzt wollte ich eigentlich nochmal gucken, was das hier eben ist. Das ist denn eine tägliche Kraft? Hm, okay. Naja, egal. So, wir gehen jetzt aber erstmal hier weiter. Boah, und das sieht schon geil aus. Also, wenn wir uns hier mal so den Blick angucken. Mann, Mann. Wenn wir uns hier mal so den Blick angucken, dann steht die Frau da im Bild. Standest im Bild, geh mal weg. Boah, der Chat ist klein. Sehr klein geschrieben. So, hier hoch, okay. Also ich beschäftige mich jetzt gar nicht mehr großartig damit, was jetzt hier so stehen würde. Das würde ich offscreen jetzt wahrscheinlich schon ziemlich machen. Aber ist jetzt eigentlich auch gerade unnötig. Flohteppich, ein Flohteppich, den hätte ich gern. Kann man ranzoomen? Nee, schade. Halle der Gerechtigkeit, östliche Ruhe. Ja, mal gucken. Da soll er irgendwo sein. Hallo Feldwebel Nox. Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Sehr gern. Wulfrid ist tot. Himmel und Hölle, er war zu jung für so einen Tod. Ich möchte euch für eure Taten auf der Brücke danken. Vielleicht wäre sogar die Protectors Enclave gefallen, wenn der Vorbote die Mauer überwunden hätte. Bitte nehmt euch aus der Kiste hinter mir ein Zeichen meiner Anerkennung. Sehr gern. Danke, Feldwebel. Oh, eine Jägerklinge haben wir bekommen. Cool. Okay, da kriegen wir auch gleich die nächste Quest von ihm. Und, los. Brücke des schlafenden Drachen abgeschlossen. So, her damit. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Beim Versorgungsfeldwebel erhalten Sie modische Kleidung. Ihr habt sicherlich einen großen Teil eures Besitzes verloren, als das Schiff, auf dem ihr gereist seid, von dem Drachenlicht zerstört wurde. Vielleicht, viel kann ich euch nicht anbieten, außer ein wenig Zivilkleidung. Ihr möchtet euch doch sicherlich auch irgendwann mal einmal ausruhen. Mhm, und aus eurer Kampfkultur heraus. Ja, doch, gerne. Okay, annehmen. Quest angenommen, vom Tellerwäscher zum Millionär. Gut, dann schauen wir nochmal eben hier rein. Damage plus 5. Damage ist immer gut. So, die rüsten wir auch gleich mal aus. Und dann gehen wir uns jetzt erstmal modische Kleidung holen. So, ich muss mich jetzt hier erstmal wieder zurechtfinden. Das ist immer sehr kompliziert, in neue MMOs einzusteigen. Schauen wir mal eben durch die Karte. Muss ja hier auf der anderen Seite sein, denke ich mal. Was hier los ist, ey. Ich hätte auch gerne einen Segen der Götter, bitte. Geht zu mir zurück, wenn ihr mehr Erfahrung habt. Okay. Gut, ab Stufe 11 verfügbar. Ganz schön viele Leute. Meine Güte. Okidoki. Da drüben ist er. Yay. Willkommen, willkommen, willkommen. Vorsicht. So. Hallo Jubilee. Hi. Ich soll herkommen. Ich habe von den Ereignissen bei der Brücke gehört und auch, dass ihr Vorboten aufgehalten habt. Wir stehen alle in eurer Schuld.
Max hat mich gebeten, euch Kleidung zu geben. Ich habe leider nichts Ausgefallenes, aber immerhin hält sie wahr. Das stimmt, werft einmal einen Blick in die Truhe. Okay, bis später. So, Bauerntunika und Bauerngewand. Keine Stufenanforderungen, okay. Zeigt ihr die hier nicht an? Schade. So, die nehmen wir. Vielen Dank. Ich soll mit C das Zeugs öffnen. Mhm. Klicken Sie auf Mode, um Gegenstände anzulegen, die das Aussehen verändern. Mode. Ein ganz Teil. Wo ist denn Mode? Das hier? Ja. So, hier eine Bauerntunika und Bauerngewand. Und da haben wir nichts mehr. Das sieht ja ganz toll aus. Das ist schön, dass man das machen kann. Will ich jetzt aber gerade nicht. So. Huch. Ja, auf Wiedersehen. So, wohin müssen wir denn jetzt? Achso, zu Feldwebel Nox zurückkehren. Gut, gut. Da drüben war er, genau. Wir hätten gar nicht außen rumlaufen müssen, aber was soll's. In Stufe 4 sind wir jetzt immerhin schon. Hallo. Ich war da. Ihr seid zurück. Gut, ich habe noch mehr Arbeit für euch. Insofern ihr daran interessiert seid. Durchaus. Der Diebstahl der Krone. Mir wurde von Störungen in den Gewölben unterhalb der Hallen der Gerechtigkeit berichtet. Seit dem letzten Angriff gibt es kaum noch Wächter, aber ihr solltet doch in der Lage sein, dem nachzugehen. Ich habe dem Torwächter mitgeteilt, dass ihr kommen würdet. Er wird euch in das Gewölbe lassen. Okay, was bekommen wir dafür? Ein Gürtel, okay, und EP. Ein bisschen Geld. Gut, dann machen wir das mal. Und ich würde mal kurz sagen, ich möchte hier mal eben reingucken. Mich eben ein bisschen gucken, was das hier alles so macht. Schadens- und Heilbonus, Gegenstände erhöht den Schaden und Heilung des Charakters. Aha. Kritische Treffer, ist klar. Verteidigung. Gott, gibt's hier viel. Okay, damit beschäftige ich mich vielleicht dann später mal. So, erstmal wollen wir direkt hier weitermachen. Und ach, wobei, ne, muss doch nochmal ganz kurz. Wo ist das denn hier? Plus 10 Bewegungsrate, wenn unsichtbar. Irgendwann werde ich unsichtbar. Blauer Angriff, gewandter Schlag. Okay, ich habe keine Ahnung, wann ich unsichtbar werde. Steht das hier irgendwo? Sieht das jemand? Ich nicht. Naja, vielleicht kriegen wir es ja nachher noch. Wir können ja erstmal in die Gewölbe gehen und ein bisschen leveln. Was ich ganz schön finde, ist, man wird jetzt hier nicht erstmal in so eine Sache reingeschmissen von wegen, ja, töte doch erstmal 25.000 von denen und dann töte mal 25.000 von denen. Sondern man wird hier gleich schön ins Spielgeschehen reingeschmissen. Das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Also wenn wir mal an WoW denken, da musste man ja erstmal hier 1000 Schweine oder irgendwas töten, je nach Startgebiet. Und das fällt hier gerade mal weg. Man wird schön gleich in die Hauptstadt auch mit reingeschmissen. Finde ich sehr cool. Ihr seid ja diejenige, den Feldwebel Nox für die Untersuchung hergeschickt hat. Gut, dass ihr hier seid. Wir haben einige merkwürdige Geräusche aus dem Gewölbe vernommen. Eine der anderen Wachen wollte es sich einmal ansehen, hätte aber längst zurück sein müssen. Oh, ich ahne Schlimmes. Ich muss den Eingang bewachen, werde euch aber durchlassen. Findet die Quelle der Geräusche und sucht Quartiermeister Ortus. Er wird wissen, was vor sich geht. Das werde ich. Öffnet das Tor. Yeah. Sehr cool. Dann mal rein und schnell den Typen suchen, bevor irgendwas mit ihm passiert. So, aufmachen. Yeah. Los, go, go. Guten Tag. Bam, 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 bam. Yeah. Huch, war da was? Ich finde das ganz cool, wie sie danach immer so, nach so einem Kampf immer so ein bisschen rumhüpft.
Schildhand. Jägerklinge, rostiger Dolch. Da unten soll er bitte hin. Ja, sehr gut. Schon mal zwei neue Waffen, also zwei gute Waffen jetzt vor allen Dingen auch. Oh, hier wird ordentlich was gelagert. Boah, da habe ich die Riesenpfeile in mir stecken. Und da ist unsere Damage jetzt nochmal gewaltig angestiegen, würde ich mal behaupten. Ach, Gold sammle ich einfach durch drüber laufen auf. Okay. Da sind schon die nächsten. Und bam! Jawohl, tschüss! Was ist hier? Was zum Looten! Eisenerz, Wollreste und einfacher Pelz. Nehmen wir mal alles mit. Da sind die nächsten. Außerhalb der Reichweite, Mist. Yeah, geil. Fetzt irgendwie. Gold, Gold, Gold und der Kupfer. Ach, das ist noch einer. Aha, da ist wieder was. Was? Gewölbe? Gründerfertigkeit? Egal. So, weg, weg und du auch. Okay, was ich übrigens mal machen werde, ist anlegentlich möglich. Stufe 6, okay. Ich werde mal den Link zum Download unten reinpacken. In den Spaßium. Und ihr könnt das gerne selber spielen, das ist überhaupt kein Problem. Es ist nämlich so, dass es kostenlos. Na, Kulturpaket, also mit diesem Paket bin ich gerade ein bisschen überfragt. Es ist kostenlos, das kann man sich runterladen und das geht sogar recht schnell, das Runterladen, würde ich mal behaupten. Also es war, zumindest war es bei mir der Fall. Oh. Jetzt reicht's aber hier. Bam. Also da kann man schnell mal ins Spiel einsteigen und einfach mal mitmachen und einfach mal ein bisschen rumzocken. Wenn man dann auf MMO steht. So, da vorne sind schon wieder die nächsten. Ah, ich will aber keinen Heiltrank nehmen. Das schaffen wir noch so ganz gut. Hier ist noch eine Kiste. Mal gucken, was wir da drin haben. Einfacher Pelz und ein bisschen Eisen. Naja, braucht man bestimmt später mal zum Craften, denke ich. Nächsten.